Kapitel 11. Der Sonnensohn. Schwenk deinen Becher vom Wasser ganz rein. Willst du ihn füllen mit goldenem Wein? Leer deine Seele von Schlamm und von Leid. Willst du sie füllen mit Seligkeit? So muss der Mensch vom Menschen frei sein. Dann erst tritt Gott in den Menschen hinein. Wer sucht, der findet. Wer nicht den Buchstaben sucht, der findet den Geist. Im Johannesevangelium ist uns alles gesagt, wie es in Wahrheit gemeint ist, in diesem sonnigsten Evangelium, in diesem Nordestehen, des Blonden, das ist doch auch nur geschaut, Jünglings Johannes, des Deutschesten, des Hansen, des Hannes, wie er selbst dem einfältig stehen braven Soldaten des Weltkrieges sich wiederfindet, als eine unterste Spiegelung der Nachfolge Christi im Opferwillen und opfern können. Denn sein Opfer, war es nicht ebenso groß und ebenso wahr als das des Herrn am Kreuze? Es ist uns zwar überall gesagt, in der ganzen Bibel, wer ihren Geheimsinn kennt, wie auch in allen anderen Heilsschriften der Welt, die nur so viel Unheil bringen, weil wir sie nicht mehr verstehen und die Änderungen nicht mehr erkennen, die wohlmeinende oder böse Absicht, oft auch Unverstand mit ihnen vorgenommen haben. Uns fehlt der Schlüssel dazu und die wirklich fleißigen und ehrlichen Arbeiten der Theologen, die sich seit zwei Menschenaltern um die Aufklärung des Textes bemühen, stellen lediglich die verschiedenen Fassungen fest, aber sie ziehen daraus keine Schlussfolgerung, sie wagen nicht zu sagen, dass eine solche stückweise Überlieferung keine Offenbarung sein kann. Sie stehen alle an der Schwelle der Erkenntnis, aber entweder ist ihre religiöse Erleuchtung zu schwach und ihr Glaube zu stark, oder ihre Gottesfurcht zu klein und die Menschenfurcht zu groß, sonst würden sie Zeugen für die Tatsachen, die sie gefunden haben, nämlich dass es sich bei diesen heiligen Schriften um Menschenwerk handelt, wenn ihr Inhalt auch teilweise Offenbarungen des göttlichen Geistes durch den Menschengeist enthalten. Was nun das Johannesevangelium anbelangt, von dem wir ausgingen, so steht es vielleicht vielen von uns deshalb am nächsten, weil es gewisse Dinge offener sagt, die in den anderen biblischen Schriften mehr verschüttet oder mehr verdeckt sind. So sind gerade die nüchternen, angeblich klareren Evangelien des Markus, Matthäus und des Lukas in schwererer Verhehlung geschrieben, als das scheinbar dunklere Johannesevangelium. Die Gleichnis- und Bildersprache ist in den drei anderen Evangelien vollkommener durchgeführt als in dem Johannesevangelium, das oft die geheime Bildersprache durchbricht und in einen philosophischen Lehrvortrag übergeht. Die eigentliche mystische Rannengleichnis-Bilderschrift findet sich reiner und strenger durchgeführt in den drei anderen Evangelien. Deshalb sind diese heute den Theologen, Wortgläubigen oder Wortungläubigen, schwerer verständlich, gerade weil sie leichter zu sein scheinen, weil wir die mystische, symbolische Bildersprache geschichtlich stofflich, als tatsächliche Begebenheiten auffassen und sie so ihres eigentlichen, verkalten, wahren Sinnes berauben. So ist auch die Apokalypse, die geheime Offenbarung des Johannes, so dunkel und verworren sie scheint, eine Enthüllung dessen, was in den anderen Büchern verhüllter gesagt ist, denn sonst hieße sie ja auch nicht Offenbarung, wenn sie weniger offenbaren würde als die vier Evangelien, die nur symbolisch zu verstehen sind, niemals wörtlich, was auch dort als geschehen behauptet und geschildert würde. Das ganze Leben Christi ist eben symbolisch gedacht und gesehen, es ist das Erlebnis jedes Gottessohnes, wenn wir mit diesem Namen jeden bezeichnen wollen und dürfen, der Gott sucht und nicht die große Straße geht, sondern von seinem Gott kündet, der niemals der Gott der Pharisäer und Schriftgelehrten war, damals und heute. Wissenschaft und Kirche sind heute so entfernt von dem Gotteserlebnis des Christus, was ja einen Eingeweihten, einen mit dem heiligen Öle, dem Öl gleich dem Geist Gesalbten bedeutet. Wir beschreiten alle, soweit wir streben in dieser Welt, in der der Untermensch herrscht, den Leidensweg der 14 Stationen, die den Mysterienschulen entnommen sind, wo sie tatsächliche Prüfungen für den Schüler waren in Angleichung an die Anfechtungen und Anklagen, denen er einst ausgesetzt sein wird, wenn er den Pfad des Herrn gehen würde. Wer des Herrn Pfad gefolgt ist, und sei es auch nur eine kleine Strecke, der weiß, dass mit dem Tode des Heilandes nur ein ewiges Geschehen in uns und um uns gemeint ist, und es wäre ein leichtes, Hunderte von Heilanden aufzufinden, die mehr gelitten haben als der Gottessohn am angeblichen Kreuze, das er hätte jederzeit verlassen können, Kraft seiner Machtvollkommenheit nach irriger Auffassung der Kirchen, denn kein Gott und kein Mensch kann der Kreuzigung in seinem Innern entlaufen, noch wünscht er es, weil in dieser ungeheuren Wunschkraft zum Kreuze sein Heil liegt, sein Ziel. Yggdrasil gleich ich trage zum Ziel, heißt darum die Weltische, das Weltkreuz bei den Germanen. Der religiöse Mythos bedient sich, ebenso wie Sage und Märchen, bei der Darstellung geistiger Vorgänge des äußeren Ablaufs des wirklichen Lebens, also einer Geschichte. Darum, wollen wir diese religiösen Mythen richtig verstehen, unmittelbare Gottesschau drückt sich immer in Mythen aus, so müssen wir, wie im Märchen alle Personen und Vorgänge sinnbildlich nehmen und deuten. Macht man den Mythos zur Geschichte, wie es mit dem christlichen Mythos geschah, so wird Sinn zu Unsinn, Glaube zu Aberglaube und Gotteserkenntnis zu Lug und Betrug. Es ist unsere Aufgabe unter den Menschen von heute, diesen allgemein verbreiteten religiösen Betrug zu stören und zu zerstören und die reine treue Wahrheit wieder zu verkünden, uns selbst zuerst und dann der ganzen Menschheit, denn wir haben als die höheren, gereifteren Elternbrüder einen Beruf dazu. Alle Welt wartet darauf, und es wäre eine wunderbare Heilstat, wenn es der deutschen Seele aus arischem Geiste gelänge, dieses große Werk der Erneuerung durchzuführen, das vor 400 Jahren versucht wurde, aber auf dem halben Wege stehen blieb. Wir führen heute das Schwert des Geistes blanker und schärfer und der Sieg ist uns gewisser als je. Hören wir zu, wie der Mythos zu uns spricht, wenn wir die Ebene der platten Gegenständlichkeit verlassen. In unserem Johannesevangelium sind die sieben Wundertaten des Jesus Christus verzeichnet und sie sind die täglichen Wundertaten des göttlichen Lichtes, der Sonne, der Stellvertretung Gottes im Stoffe, des Sohnes, hinter dem die Allgemeinheit den Geist nicht mehr erfüllt,
das Sinnbild. Er, Christus, die Sonne, wandelt das Wasser zu Wein, wie die Sonne das Wasser in der Rebe reift zu Wein. Er heilt den Sohn des Hauptmanns, wie die Sonne heilt in ihrem täglichen Sieges- und Heilslaufe über die Erde. Er reinigt den ein Menschenalter Kranken durch die Strahlkraft seiner Heiligkeit, wie die Sonne allein zur Gesundheit, durch die Sonnenheit reinigt. Er speist die 5000 auf den Bergen mit der Speise des Lebens, wie uns die Sonne ewige Lebensspeise ist und die Götter nie altern im Angesicht der kosmischen Lichtquelle. Er geht über die aufgeregten Wogen des Meeres des Lebens und glättet die Seelen und wehrt den Stürmen, wie das Licht, die Sonne, die Wolken zerstreut und die Wasser in Frieden und Schlummer wiegt. Er gibt dem geistig Blinden die innere Schaukraft wieder, wie die Sonne uns erst das Gesicht gibt, damit das Auge, das sonnenhaft ist, auch die Sonne ersehen könne. War nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnt es nie erblicken, leck, in uns nicht des Gottes eigene Kraft, wie könnt uns Göttliches entzücken. Er weckt den geistig Toten aus seinem Grabe, wie die Sonne alles Leben weckt aus dem Wintergrabe. Die tönende Sonne ist es, die mit Lichtposaunen das Leben im Geiste und im Stoffe aufruft zum Wachstum im Lichte. Wie kann man angesichts dieser lichten lauten Sonnensprache noch den Buchstaben wörtlich nehmen? Die sieben Großtaten des Jesus, des Asus, sind die Taten der sieben farbenstrahlenden Sonne über der Erde. Wie sollte der Sohn Gottes, die Sonne Gottes, anders über die Erde gehen als heilend, tröstend, weckend und wirkend? Wie ist es doch klein und unfein, einen Menschen, einen Mann daraus zu machen, wo doch das Gleichnis höher ist als alle platte Wirklichkeit, tiefer als alles Menschensinnen um die lächerliche einmalige Menschwerdung Gottes auf Erden, wo ein jeder Erleuchtete doch fühlbar sich Gottes Sohn weiß, der im Lichte der Sonne die Geistesklarheit seines göttlichen Wesens widerspiegelt. Ich bin das Licht der Welt, sagt der Christus, aber die Finsternisse haben es noch nicht begriffen. Ich bin, sagt die Sonne uns, und wir begreifen, ich bin in ihr. Und so sagt der kosmische Christus in uns, ich bin das Licht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weinstock. Ich bin das Brot. Ich bin das A und O, der Anfang und das Ende. Spricht das ein Mensch, ein Mann? Nein, und wenn es ein Mann spricht, so spricht er es wie wir alle, die wir uns Gottes Söhne fühlen. In jedem von uns lohnt der Hauptsatz, ich bin das Licht, ich bin das Wort, ich bin die Minne. Um das zu erwissen und zu erweisen in unserem Gewissen, dazu brauchen wir Gott nicht erst als eine geschichtliche, männliche Person ins Leben der Erde treten zu lassen. Wir wissen, dass wir das alles selber sind, im Abglanze der Geistessonne Christi, des Sohnes Gottes, der in jedem sich offenbart, dem das Licht schon aufgegangen ist im Orient seines Innern. Jeder Mensch lebt in Christus und Christus in jedem Menschen. Es sind nur wenige, die dessen gewahr wurden und die anderen suchen den Gott leiblich als Mann an einem Kreuze von Holz, am Galgen einer Hinrichtungsstätte, statt am Kreuze der Welt, das seinen Mittelpunkt im Herzen eines jeden Menschen hat. Es gibt auch heute schon Leute, die den kosmischen Christus predigen, aber sie hängen sich trotzdem noch mit verzweifelter Seele an das letzte immer noch missverstandene Dogma und glauben trotz allem an die Menschwerdung Gottes in einem geschichtlichen Mann namens Jesus Christus, der vor ungefähr 1930 Jahren geboren sein soll von einem Menschweibe, aber gezeugt vom Heiligen Geiste. Sie wollen und glauben, dass der Kosmos sich in einem Mikrokosmos gewissermaßen offenbart hätte, und sehen vor seelischer und körperlicher Blindheit nicht, dass dies in jedem Augenblick geschieht, in jedem Sonnenstäubchen und noch viel mehr in jedem Menschen, der doch eine lebendige Offenbarung Gottes ist, wie denn auch der hohe Johannes weiß, ihr seid Götter. Lebensbaum aus dem Bogenfelde der Kirche von Elster Trepenitz. 12. Jahrhundert. Der Lebensbaum ist durch die Doppellilie, links, dargestellt, mit dem Kreuze, rechts, gleichgesetzt. Das Kreuz wächst geradezu aus dem Boden heraus. Links sind die Symbole des alten Glaubens, Rat und Weltische Yggdrasil, dazwischen Maria als Norne, rechts vielleicht Johannes der Täufer, der Täuber. Mit der Taube, die eine weit tiefere Bedeutung hat als bloß das Sinnzeichen des Geistes Gottes, eine nur allegorische Betrachtung. Es ist bezeichnend für diese Auffassung, dass die alte Armanenlehre rechts, heraldisch gesehen, steht. Das Ganze ist eine Dreiheiligkeit mit besonderer Betonung des germanischen Inhaltes. Christus ist hier der Kosmos selbst, höher als Vater und Mutter. Über seiner Brust verbindet sich die Isrune mit dem Andreaskreuz. Mit der Verlängerung des Hauptes ergibt sich die Hakalranne. Vier Sockelabsätze deuten die vergängliche Vier des Menschen an, Leib, Brust, Kopf die unvergängliche Drei des siebenfachen Menschen. Christus ist selbst der Kosmos, das Weltall, das Hakal, das Christall, wie wir schon erwiesen haben, und die zwölf Jünger sind seine zwölf schaffenden schöpferischen Weltenkräfte, die schon seit Urzeiten die Menschen im Türkreise erkannten, erfühlten, in denen der Atem Gottes weht und dreht, die auch die Leibesteile des Christus sind. Durch sie wirkt die große Grundkraft des Weltalls auf uns ein, auf jeden wiederum in seinen zwölf entsprechenden Leibesteilen. So lebt Christus in uns, der Christ, das Gerüst der Welt, und wir in ihm. Wir sind sein sichtbarer Leib. Darum ist die Kirche, als die Gemeinschaft der Heiligen, die Christengemeinde der Leib Christi. Der Theotokris ist der Mahlstein, der Mühlstein des Himmels, der sich malend, mehl, ent, vermehlend und vermalend um seine Achse schwingt, und dies Abendmahl ist es, zu dem er das Brot bricht im Mahlgange der Zeiten und Ewigkeiten und es seinen zwölf Jüngern darbietet, den zwölf Teilen seines Leibes und Geistes, Kopf, Herz, Leib und Füßen, den zwölf Jüngern, den zwölf Weltenhelfern, aus dem Urbilde des himmlischen Zwölfrades, des göttlichen Zwölfrades entnommen. Er ist das Brot selber, das er ihnen bricht,
das Brot des Lebens, das Barot, der Lebensgeist, wie das Wort aus den Rannen sich in seiner esoterischen Bedeutung löst und uns erlöst aus den Krallen eines unheiligen Buchstaben Erun und Aberglaubens, wie ihn die Welt furchtbarer Gräuelvoll noch niemals erlebt und ersehen hat. Der kosmische Christus, wie wir ihn hier erkennen und bekennen, ist so alt wie das Christentum selbst, und wer die heiligen Schriften als Offenbarungen nimmt, der hat nur nötig, die Offenbarungssprache zu verstehen, wie sie dasteht, und sie dies einzige Mal wirklich zu nehmen, nämlich dass Christus nicht ein Mann, sondern der Mensch, Gott selber ist, der Kosmos, das Weltall im Gleichnis, im Bilde. Ecce homo. Seht, der Mensch. Das Alte und Neue Testament, die gesamte Dogmatik, alle Rituale und Sakramente, alle Symbole der Kirchen, wie sie sich auch nennen, sprechen klar und deutlich vom kosmischen Christus, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wer wagte solches Wort wörtlich zu nehmen? Wir sind alle diese Söhne, auf die sich der Geist Gottes im Bilde einer Taube herabsenkt, weil wir insgesamt die Träger des göttlichen Geistes in der Menschheit sind. Wenn also die Theologen sagen, der kosmische Christus sei nicht der Christus des Alten oder Neuen Testamentes, so sind sie in Wahrheit Dämonologen und beweisen uns, dass sie niemals richtig lesen gelernt haben oder nicht vermögen, das Gelesene zu verstehen, auch wenn sie nicht die Symbolsprache der Schriften kennen, noch die Geheimsprache, in der sie, wie alle heiligen Bücher, abgefasst sind. Sie vermögen noch nicht einmal den äußeren Text zu erfassen und sind so gottverlassen, dass sie das wörtlich nehmen, was mit der Bildersprache geschrieben steht, und das nicht wörtlich nehmen, was klar ohne Verschleierung vor ihnen liegt. Die Unheiligkeit aller Kirchen erweist sich schon aus dem Zustande der Welt und ihrer Menschheit, für die doch die tausendjährigen Pächter und Verweser des Himmelreiches auf Erden verantwortlich sind als die Statthalter Christi. Aber was sind alle Bücher und alle Überlieferungen? Das Christerlebnis ist nicht abhängig von ihrem Dasein oder Fernsein. In jedem wachen Menschen spiegelt sich Christus als kosmisches Erlebnis, und wir würden alle Urunen, wie sie im Weltallraumen, wiederfinden, wiederhören und wiederverstehen, auch wenn uns nicht ein Buchstabe vom Christus überkommen wäre. Zu glauben, dass das Heil der Welt und die Erkenntnis ihres Schöpfers an der Erhaltung einiger Bücherleger oder auch nur eines Buchstabens, ist eine einzige große Gotteslästerung, und wir sehen dort das tiefste Glück, die tiefste Frömmigkeit, den tiefsten Frieden, wo man von dem Buchstaben nichts weiß und durch den Geist, durch die Nähe der Natur und die Wärme des Lebens geheiligt, allein sich auf die Gnade der Erleuchtung durch das Licht verlässt. Wo aber das entstellte und verfälschte Wort Gottes aus tausenden von Kirchen und Schulen schallt, da hallt die Welt wieder von Seelenmord und Seelenraub, da flackern die Scheiterhaufen, wenn auch nicht mehr von gut getrockneten Buchenscheiden ernährt, aber von trockenen Buchstabenscheiden verzehrt, von Höllenflammen des Hasses, des Neides, der Niedertracht, der Herrschsucht, der Dummheit und Bosheit, der Wortwörtlichkeit. Wer die Erzählungen der Evangelien wirklich nimmt und nicht an vielen dort erwähnten Taten und Handlungen Anstoß nimmt, der hat eben jedes eigene Denken verloren, dem ist das Gewissen stumm geworden und er ist schon dem entsetzlich enden Einfluss eines blinden Glaubens ohne Wissen verfallen. Es sind oft Dinge, an die wir zu glauben verpflichtet werden, die nur erträglich sind, wenn wir sie als Symbole erkennen und uns bemühen, ihren Sinn zu entziffern. Wir wollen nur ein Beispiel anführen, wie wir in Versuchungen geraten, wenn wir nach dem Gebot der Kirche die Gleichnisse des Jesus von Nazareth oder seine Wundertaten wörtlich nehmen. Wir lesen in Lukas 8, 27, wie Christus, um einen Besessenen zu heilen, den Teufeln, die sich des Armen bemächtigt haben, auf ihre Bitten erlaubt, in eine Herde Säue zu fahren, um nicht in die Tiefe geworfen zu werden, wenn sie schon den Menschen verlassen müssen. Und Christus erlaubt es den Teufeln. Da fuhren die Teufel aus von dem Menschen und fuhren in die Säue. Und die Herde stürzte sich von dem Abhang in den See und ersoff. Es ist nicht darüber zu reden, dass diese Geschichte keine rechte Freude aufkommen lässt, wenn man es nicht komisch finden will, dass sich die Säue in den See werfen und die Teufel von Christus trotz seines Versprechens in die Tiefe befördert werden. Gott oder sein Sohn als Erbe würde wohl anders verfahren mit seinen Geschöpfen und wenn es Teufel wären. Böse Beispiele verderben gute Sitten. So werfen Beschwörer heute noch Krankheiten auf andere Menschen, Tiere und Pflanzen, und sie wurden dafür bis vor kurzem noch als Ketzer und Zauberer von der Kirche verbrannt, obwohl sie nur dem Beispiel Christi folgten. Es ist noch ganz abzusehen von dem Schaden, der den Besitzer der Schweineherde durch diese doch schwarzmagische Handlung erwächst, denn wir wollen getrost für unsere Zwecke hier die Möglichkeit der Teufelsaustreibung durch einen Magier zugeben. Hier kann man jedenfalls nicht von weißer Magie reden, so wenig wie im Falle des Verdorrenlassens des unschuldigen Feigenbaumes durch Christus. Solcher zweifelhaften Stellen gibt es nun fast auf jeder Seite des Neuen und Alten Testamentes, und der gläubige Christ müsste froh sein, wenn es uns gelänge, ihn davon zu überzeugen, dass diese bedenklichen Stellen nicht wörtlich zu nehmen sind, jedenfalls nicht alle. Denn viele Geschichten des Alten Testamentes sind durchaus wörtlich zu nehmen und dann auch durchaus als unsittlich zu beurteilen. Wir können auf Beispiele verzichten, wir staunen nur, mit welcher Gleichgültigkeit die Diener der Kirchen an diesem unentschuldbaren, unverwischbaren Irrtum vorbeisehen. Sie haben, wenn es sich um die Kirche handelt, die sie vertreten müssen, jedes Gefühl offenbar für das wahre, anständige, sittliche verloren, während sie als Privatleute sicherlich Ähnliches mit ehrlicher Entrüstung ablehnen würden. Wir haben hier den Fall einer geradezu hypnotischen Verblendung, einer kooperativen Entsittlichung, sozusagen, allergrößten Ausmaßes, die ihre Wirkungen natürlich auch gezeitigt hat im allgemeinen Niedergang der öffentlichen Moral, der Gesamtgesittung in Staat, Kirche und Volk. Dem ariogermanischen Geiste mit seiner Unabhängigkeit des Urteils, in der allein Menschenwürde gedeiht und aufrichtige Gottesverehrung möglich ist, sind solche Zumutungen, wie sie die Evangelien nach dem unbedingten Glaubensgebote der Kirchen an ihre Anhänger stellen, eine Ungeheuerlichkeit. Der Niedergang der Menschheit unter solchen Bedingungen ist
unausweichlich, und wenn die Irrenhäuser, die Krankenhäuser und die Zuchthäuser sich allmählich immer mehr füllen, so trifft dafür allein die Kirchen die Schuld, die mit den Buchstaben glauben, die Menschheit mit einer unheilbaren Moral in Sanite verseucht haben. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Zur Erkenntnis und zum Verständnis der göttlichen Geheimnisse brauchen wir keine geschriebene oder mündliche Überlieferung, die an eine einmalige geschichtliche Offenbarung anknüpft. Der lebendige, alles umhegende Allhaq gleich Haq Al, Gott, lebt auch in uns als einen göttlichen Anteil am Ganzen, und er erkindet sich mit ewig jünger, mit lebendiger, immer neuer, ewig alter Offenbarung. Wir sind, solange wir leben, die lebendige Offenbarung des lebendigen Gottes. Der lebendige Gott hat sein Haq Al-Gesetz in unsere Herzen eingegraben, in das Gewissen, das so heißt, weil es das Gewisseste ist, was wir von Gott zu jeder Sekunde erfahren. Dort, in uns also, finden wir die Überlieferung der wahren Offenbarung in Geistranen geritzt, nicht in den mit toten Buchstaben geschriebenen und gedruckten Büchern von Menschenhand, die ihr und wir geworden sind im Laufe der Jahrhunderte, missverstanden auf dem Wege von einer Sprache in die andere, sind verschoben auf dem Wege durch viele Köpfe und Sinne. An der lebendigen Offenbarung von heute, in der ewigen Gegenwart, die wir selber sind und leben, müssen wir die Überlieferung messen und prüfen, nicht umgekehrt. Der Liebende, der Lebendige hat allein Recht, auch vor Gott. Wir dürfen uns nicht zu Sklaven einer längst toten Vergangenheit machen, der Erdichtung einer Vergangenheit, die es, so wie sie uns dargestellt wird, gar niemals gab. Das Leben in einer toten Vergangenheit macht uns tot, macht uns zu Aas, macht uns stinken. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Der Gott, den wir erkennen und bekennen, ist der lebendige Gott der Gegenwart, der heute noch wie seit je und förderhin seine Schöpfungswerke und Wunder an uns und durch uns vollzieht. Der lebendige und allein wahre Gott tut nichts ohne uns, und wenn wir sein Werk nicht tun, so bleibt es ewig ungetan. Das beweisen uns die Kirchen, die das Werk nicht getan haben. Welch gewaltige Verantwortung. Aber auch welch erlösende Gewissheit von der Allgegenwart Gottes in uns. Welch ein anfeuernder Gedanke zur Tat. Wir müssen uns selbst und die Welt umschaffen und neu schaffen zum Gotteswerke, zum heiligen Heilswerke, das nur durch uns gewirkt und getan werden kann. Nur durch uns. Die raunenden Rannen des Alls, die heiligen Heilszeichen des Kosmos, sind uns tief eingegraben in die Seele als unsere Erinnerung. Sie rufen, raunen, rinnen und rauschen in uns, und wir könnten sie nicht aus uns herausstellen durch Nachbildung, wenn sie uns nicht eingebildet wären von Ewigkeit. Rechte Rannenraunen rette uns zur Tat. In unseren Tagen geht wieder ein Runenraunen durch die Welt, eine Ausgießung der raunenden Rannenkraft in allen Sprachen und Zungen. Der Heilige Geist spricht durch sie zur Welt, insondere liegt heute zum deutschen Volke, und weckt den Pfingstgeist der Erneuerung, der Wiederherstellung, der Umgestaltung und Neugestaltung aller Unwerte zu werden und aller Undinge zu dingen.